Hallo, hallo meine Lieben, ich begrüße euch herzlich zu der Kartenlegung für März 2022. Und diese Legung ist für alle, die unter den Sternzeichen Steinbock geboren sind. Ihr weiß schon, dass so eine Legung kann mit euch resonieren oder auch nicht. Deswegen bitte nehmt euch das, was gerade zu eurer Lebenssituation passt und das, was nicht passt, bitte auf die Seite lassen. Vielleicht wird ihr was finden in dieser Legung, was euch zum Nachdenken gibt, was vielleicht euch ein bisschen behilflich sein wird. Und wenn das nicht in diesem Moment ist, in diesem Monat, dann vielleicht irgendwann in der Zukunft, weil Karten, Tarotkarten, die geben manchmal was zum Nachdenken. Die geben eine kleine Impulse, die man nicht immer gerade zu diesem Zeitpunkt verwenden muss, aber vielleicht auch irgendwann, ja. Aber wir gucken mal. Wir gucken mal, wie dieser Monat sich gestaltet und eure Thema. As der Scheiben, was euch helfen kann oder stört. 7 Scheiben. Euer Bewusstsein, Teufel, euer Unterbewusstsein, 5 Schwerter. Das, was war, das, was kommt, eure Energie, äußere Energie, Hoffnungen oder Ängste und die Zukunft für die nächsten paar Wochen. Ich muss sagen, Scheiben, Münzen, Münzen, das wird sich bei euch ums Geld drehen, hier in diesem Monat. Ja, bestimmt viel, viel wird ihr euch den Kopf zerbrechen, was das Finanzielle angeht. Erste Scheiben, man möchte investieren, man möchte was Neues anfangen. Da gibt hier ein Anfang, was Positives, ja, vielleicht ein Gewinn, vielleicht eine neue Investition, vielleicht bessere Gehalt, vielleicht wird ihr erben, vielleicht wird ihr irgendwo investieren in eine gute Sache, vielleicht hier geht um eine Firma, eigene Firma, vielleicht wird ihr ein Haus kaufen, bauen, alles Mögliche, was Geld angeht, ja. Auch vielleicht diese kleinen Sachen, ja, vielleicht auch kleine Sachen. Man wird sich auch überlegen, in etwas investieren, was natürlich auch nicht verloren geht, weil hier haben wir auch 7 Scheiben, man überlegt sich ganz genau, soll ich oder soll ich nicht, dass mir auch das Früchte gibt, ja, das ist für euch sehr, sehr wichtig, aber euer Bewusstsein, da haben wir den Teufel und Teufel, ja, was soll ich dazu sagen, das Wort sagt schon viel, ja, hier geht um keine saubere Sachen, euch ist bewusst, dass hier bei euch momentan etwas läuft nicht ganz sauber. Von eurer Seite oder von außen, vielleicht ein Mensch spielt nicht sauber. Und ja, ich weiß nicht, was ihr damit macht. Wir gucken gleich, was diese Karte bedeutet. As der Stäbe, also auch war ein Anfang, 4 der Scheiben und Prinz der Kelche. Also As, den Stäbe, As der Stäbe, das ist Power, das ist Energie. Hier ist wirklich sehr viel Wille, etwas Neues zu beginnen. Extrem viel Energie, extrem viel Durchsetzungsvermögen. Man hat auch gestrickte Plan schon, ja, da ist ein bisschen auch, ja, wie soll ich sagen, Emotionen sind auch drin, vielleicht sogar Gefühle, würde ich das auch sagen, die noch nicht so reif sind, aber
So ganz sauber ist es nicht. Ja? Ich habe das Gefühl, ihr nehmt was wahr, dass vielleicht dieser Teufel kommt nicht von euch, diese teuflische Energie. Ihr seht etwas, etwas läuft schief da draußen. Aber da seid ihr damit auch verbunden. Ihr nehmt was wahr, dass vielleicht euch jemand schaden kann, aber ihr nehmt das vielleicht auch nicht so ernst. So würde ich das sehen. Vielleicht. Wir gucken noch, wie diese Legung sich entwickelt. In Vergangenheit haben wir sechste Kelche. Hier sehen wir, dass man möchte schöne Zeiten wieder erleben. Man guckt zurück auf diese Momente, die schön waren, die unbeschwert waren. Und man möchte wieder diese schönen Momente genießen, erleben. Und man strebt sich danach. Und ich denke, deswegen vielleicht, man macht sich da sehr viele Gedanken, was das Finanzielle angeht. Man möchte hier etwas finanzieren, diese Zukunft, eure Zukunft, auch die Zukunft von eurer Familie abzusichern. Und das Geld wird hier eine große Rolle spielen für euch. Und wir gucken gleich, was diese Karten bedeuten. Eure Thema, dieser Ast der Scheiben, wie gesagt, ich habe euch schon gesagt, hier geht es diese Investition, dass die auch Früchte gibt. Und wir schauen, was noch Karten dazu sagen. Und hier haben wir sechs der Schwerter, Ritter der Schwerter und drei der Scheiben. Also hier muss man arbeiten. An einem Projekt muss man muss gute Menschen auswählen, die hier auch euch helfen können. Dass diese Vorhaben, würde ich sagen, diese Vorhaben umzusetzen. Hier ist sehr wichtig eine klare Kommunikation mit den anderen, den gleichen Ziel zu haben, Menschen, wie gesagt, die euch helfen, dabei das Ziel zu erreichen. Und ihr wird hier sich wirklich anstrengen. Der Ritter der Schwerter, das zeigt, ihr werdet euch anstrengen, ihr werdet sehr viel Kraft da reinsetzen, um dieses Projekt, diese Vorhaben umzusetzen. Ja? Man wird sich wirklich viele Gedanken machen, man wird sich schlau machen, vielleicht man wird gucken, wie sind die Gesetze, man wird schauen nach Rat von den anderen Menschen, die vielleicht schlauer sind, die wissen mehr, was diese Sache angeht. Die vielleicht ja, kompetenter in dem Bereich, weil wie gesagt, ich weiß nicht wirklich, um was hier geht. Es kann um Job hier gehen, um was anderes, ja. Aber hier ist, wie gesagt, eine finanzielle Entwicklung. Für euch ist auch sehr wichtig, dass die Familie eure Zukunft und die Familie abgesichert ist. Das ist eure Hoffnung, dass aus diesem Vorhaben etwas wachsen wird, was euch auch glücklich macht, ja, machen wird dann in der Zukunft. Und hier ist das Investieren. Das Investieren, Investieren ist sehr, sehr wichtig für euch. Aber was ich auch sehe hier, sechste Scheiben, für euch ist auch sehr wichtig, diese Gerechtigkeit, dass das mit gerechten Dingen, würde ich sagen, nicht unbedingt rechten Dingen, aber gerecht das abgeht. Also 50-50, ja, wenn ihr was macht, wenn ihr mit anderen Menschen hier was anfängt, das muss so 50-50 sein, nicht mehr, nicht weniger. Diese Geben und Nehmen soll ausgewogen sein. Das ist euch sehr wichtig. Man möchte nicht ausgenutzt
werden. Ja, das ist für euch klar hier in dieser Sache. Aber das Investieren spielt hier eine große Rolle, weil ich muss sagen, hier haben wir auch noch diese Ritter der Scheiben, die Karte, was die Zukunft zeigt, diese nahe Zukunft, zeigt auch diese Investieren. Man möchte später Früchte haben. Ja, und da haben wir den Ritter der Scheiben und hier haben wir auch diese siebende Scheiben, wo man dann überlegt, ja, soll ich oder soll ich nicht, bringt es mir in Endeffekt Früchte, diese Investition oder nicht, ja. Aber man tut sich da reinsetzen in diese Sache. In eure Herzen, in eure Unterbewusstsein, da haben wir fünfte Schwerter, das bedeutet, da ist schon etwas gescheitert bei euch und das sitzt tief. Und deswegen, man überlegt sich ja, wie wird es jetzt sein? Werde ich wieder scheitern? Und das ist so ein bisschen bei euch tief drin, diese Sache mit dem Scheitern, mit ja, das kann auch auf die Gefühle, kann man das auch führen, nicht diese fünfte Schwerter, man kann hier auch mit Herzschmerzen, über Herzschmerzen reden, aber auch allgemein im Leben, ja, die Karte kann zeigen, dass man irgendwo was investiert hat und man ist, ja, mit einem negativen Ergebnis daraus gekommen, ja. Das euch bremst ein bisschen hier, muss ich sagen, da tut ihr ein bisschen zweifeln, das beginnt vielleicht auch die Karte hier, wo man sich dann überlegt, soll ich oder soll ich nicht. Aber was ich auch hier sehe, die zweite Scheiben, und das ist eine Karte, die zeigt die äußeren Einflüsse, also die Menschen, die man um sich hat. Und hier sehen wir einen Wechsel, Veränderung. Die äußeren Einflüsse bringen euch zu dieser Veränderung. Die werden einen großen Einfluss auf euch haben. Wir gucken hier noch, was das bedeutet. Hier haben wir auch die gleiche Karte nochmal. Also das ist ziemlich deutlich. Ja, gleiche Karten aufeinander. Teufel haben wir wieder. Okay. Und Prinzessin der Kelche. Der Teufel, der zeigt sich nochmal. Also, ich habe gesagt, ihr nehmt wahr, dass da etwas schief läuft. Und da haben wir, da spielt jemand nicht sauber in dieser ganzen Sache. Da tut jemand euch vielleicht drängeln oder versucht euch zu überzeugen, eine Sache einzugehen. Vielleicht eine Veränderung in eurem Leben zu wagen, aber dieser Mensch ist nicht ehrlich, denn dieser Mensch manipuliert euch und euch ist das bewusst, aber ich habe das Gefühl, ihr denkt, okay, ich mache das mit, ich habe im Endeffekt auch Vorteile. Und ich muss sagen, das kann natürlich gefährlich sein. Weil oft ist das so, wir sehen, dass jemand spielt nicht sauber. Und da passiert was. Und ihr seid damit beteiligt. Und man weiß, das läuft schief, aber ich habe hier Vorteile. Ich werde da aus dieser Sache auch was gewinnen und ihr macht mit. Ja, trotz dieser Bewusstsein, dass das hier etwas nicht sauber ist. Und das ist gefährlich, weil das kann natürlich schief gehen. Ich weiß es nicht, ob das wirklich so ist, aber ich nehme das so wahr, wenn ich die Karten so sehe. Ja? Und ihr tut sich irgendwie manipulieren lassen. Ihr lässt es zu, dass das auch hier stattfindet. Aber ob das gut ist,
Das ist halt so eine Sache. Jetzt gucken wir hier, fünfter Schwerter, diese Unterbewusstsein, diese Niederlage, die in eurem Leben schon passiert ist, was das bedeutet. Der Kaiser, zwei der Stäbe und neun der Scheiben. Ja, ihr habt da auch irgendwelche Gewinn im Sinn gehabt. Der Kaiser, das ist eine Stabilität. Vielleicht war da jemand in diese Sache eingemischt, der so gewisse Stabilität mit sich gebracht hat. Ihr habt sich da erhofft, durch den Mensch vielleicht auch irgendwelche finanzielle Gewinn zu machen. Aber das ist nicht vorwärts gekommen, weil hier haben wir die zweite Stäbe, das ist ja, das ist ein Plan, der eigentlich nicht vorwärts gekommen ist, nicht umgesetzt wurde, würde ich das so sagen, ja. Aus Gründen wie immer ist das nicht vorwärts gekommen, aber für euch war das irgendwelche Enttäuschung, Niederlage, vielleicht auch mit Herzschmerz verbunden. Also aus dieser Sache, aus dieser Bekanntschaft, aus diesem Vorhaben hier ist nichts geworden. Was die Karte natürlich bekräftigt, diese fünf der Schwerter. Okay, gut, dann gucken wir jetzt diese zwei letzten Karten, die sagen etwas für die Zukunft, ja, für die nächsten paar Wochen. Der Ritter der Scheiben und Königin der Kelche. Emotionen und Geld, werde ich das so sagen, ja. Also ein bisschen Liebe ist drin, ein leichte Liebesgefühle sind da. Ich muss sagen, diese leichte Liebesgefühle haben wir hier und hier. Ja, also es kann sein, dass da ein Mensch, dieser Mensch, der hier sich versteckt, der euch ein bisschen manipuliert, kann sein, dass das auch eure Partner ist, vielleicht ein potenzieller Partner, vielleicht seid ihr ein bisschen verliebt in den Mensch. So wird es in diese Richtung gehen, weil hier haben wir diese Königin der Kelche. Ja, also da leichte Gefühle sind drin. Also man spricht hier nicht von einer ganz großen Liebe, aber dieser Anfang ist da, irgendwelche Verliebtheit, irgendwelche Emotionen in dieser Richtung Liebe sind da. Und ich habe das Gefühl, wenn ich hier diese beiden Karten sehe, dass das Geld und natürlich die Gefühle sind miteinander verbunden. Weil hier das Investieren hier, ja, ist wieder da. Der Ritter der Scheiben, das ist eine sehr gute Karte, weil die zeigt, dass man hat investiert. Man hat auch was erreicht und man kann jetzt damit glänzen. Ich habe das Gefühl, vielleicht diese Investition, die hier da sich gezeigt hat, vielleicht gibt Früchte für euch. Ja, positive Früchte und die Liebe wird sich auch ein bisschen entwickeln, so sehe ich. Diese beiden Karten. Jetzt schauen wir, hier haben wir 8 der Stäbe, gute Karte, 9 der Stäbe und 4 der Kelche. So, also 8 der Stäbe. 8 der Stäbe zeigt eine Überraschung, ein was Positives, ein positives Ereignis, die plötzlich kommt. Vielleicht plötzlich wird ihr doch eine gute Nachricht bekommen, dass diese Investition gelohnt hat, ich habe das Wort einfach vergessen, gelohnt hat. Kann sein, ja, vielleicht wird das was anderes sein, aber das sind die 8. Stäbe zeigt auch positive Nachrichten. Die 9. Stäbe zeigt, dass man alle Hindernisse besiegt hat. Ach, mir fallen die Worte heute nicht ein. Besiegt hat, ja, also sich gelohnt hat. Man hat die
besiegt hat, diese ganzen Schwierigkeiten, die auf dem Weg waren. Und hier haben wir vier der Kelche. Im Endeffekt hat man alles, man hat was gewonnen, aber man ist nicht glücklich. Warum? Gute Frage. Ich muss sagen, diese Karten hier, die zeigen wirklich eine positive Entwicklung im Endeffekt, trotz dem Teufel hier, ja. Man hat hier was riskiert und das hat sich gelohnt. Aber man ist nicht glücklich im Endeffekt. Da fehlt was, da ist etwas. Man hofft natürlich, dass das sich noch entwickelt, dass das mit den Gefühlen, weil da geht um die Gefühle, das wird noch weitergehen, dass da kommt noch etwas, ein Kelch, dass die Liebe wird wachsen, aber momentan tut sich nichts, was die Liebe angeht, was die Gefühle angeht. Die Gefühle können sprechen für alles allgemein, nicht nur für die Liebe hier, aber auch für diese Investition, was man hier gemacht hat. Ja? Ja, also ich werde jetzt keine Karte mehr ziehen. Obwohl, ich muss sagen, vielleicht, ich habe so ein Gefühl, noch eine Karte im Endeffekt zum Schluss noch ziehen als Ergebnis. Obwohl, ich mache nicht in diese Legungen noch so eine letzte Karte zu ziehen, aber ich habe hier so ein Gefühl, ich werde gerne noch eine Karte haben. Weil das ist für mich einfach so nicht abgeschlossen. Okay, ich ziehe noch eine Karte und wir schauen, was die Karte sagt. Ob die was hilft oder nicht, ob die noch zusätzlich uns was zu diesem Ergebnis hier geben kann. Okay, die letzte Karte. Die nehme ich. Ach, der Schwert. Ja, man ist blockiert hier. Man ist ein bisschen blockiert. Ach, der Schwert. Ja, wie gesagt, also hier, man ist nicht glücklich, man fühlt sich nicht erfüllt einfach, ja, nach dem Ganzen, was man hier so gemacht hat, wie man sich hier angestrebt hat. Der achte Schwerter zeigt, dass man irgendwie möchte rausfliegen jetzt eigentlich, aber einem fehlt etwas, ja. Ja, die Gefühle, würde ich so sagen. Also die Karte bekräftigt das nochmal. Okay, meine Lieben, ich werde jetzt diese Legung beenden und ich denke, dass das nicht ohne Sinn ist, ja. Vielleicht das zeigt auch etwas, dass dieser Einsatz mit dem Teufel hat sich einfach nicht gelohnt. Das hat sich eigentlich alles gelohnt, so wie das aussieht. Aber im Endeffekt, man ist da nicht glücklich, weil, ja, weil das war nicht saubere Sache, würde ich das so sagen. Ja. Und deswegen vielleicht jetzt seid ihr da ein bisschen so hin und her gerissen. Aber wer weiß, wie das sich noch weiterentwickeln in den nächsten Monaten, vielleicht wird es für euch etwas Augen aufmachen auf was sehr Wichtiges, ja, in eurem Leben. Deswegen alles im Leben ist nicht umsonst und hat alles einen Sinn. Meine Lieben, ich wünsche euch eine gute Zeit, eine positive Zeit. Bleibt gesund, passt auf euch gut auf und ich hoffe, bis bald.